Hallo liebe Leute, ich wünsche euch ein super neues Jahr und freue mich sehr, euch hiermit heute unser aktuelles Jännerkistl vorzustellen, wo wir nach dem Motto Wonne pur statt Detox Kur eine super, super Weine zusammengestellt haben, um einen flüssigen Jahresstart zu ermöglichen. Und das Thema ist diesmal Neue Welt, wie es euch gefällt, weil wir diesmal zum ersten Mal eine Selektion gemacht haben, die Weine beinhaltet, die nicht aus Europa sind, sondern in diesem Fall aus Südafrika, Argentinien und Chile. Und da haben wir erstens den Lack von La Couronne, den Chenin Blanc Upper Deck. Und der ist aus La Couronne, ist im Franschhoek, das ist am Western Cape, also gleich bei Kapstadt. Und dieser Name La Couronne ist eine Referenz an die Hugenotten, die Mitte des 17. Jahrhunderts aus Frankreich vertrieben wurden und hier den Weinbau nach Südafrika gebracht haben. Und der Chenin Blanc ist ja eine uralte französische Sorte von der Loire und wird aber heute sehr großflächig auch in Südafrika angebaut, sodass heute doppelt so viel Chenin Blanc in Südafrika angebaut wird als in Frankreich. Und hier haben wir einen super Vertreter davon. Er ist wunderbar mineralisch, hat eine schöne Säure, einen wirklich interessanten Körper auch dabei. Und weil eben La Couronne sehr genau arbeitet im Keller und trotzdem mit der Hand alles liest. Und dieser Wein passt super zu Meeresfrüchten, Lachs und dergleichen und ist so, glaube ich, ein wirklich schöner südlicher Gruß in dieser winterlichen Zeit. Dann haben wir den Nampelka Casual Malbec 2013. Da freuen wir uns wirklich sehr, weil das ist ein wunderbarer biodynamischer Wein aus Argentinien, aus Mendoza. Mendoza ist ja ein sehr spannendes Weinbaugebiet, das bekannteste in Argentinien, am östlichen Abhang der Anden mit Blick auf den mächtigen Aconcagua. Und auch hier haben wir wieder mit dem Malbec eine Sorte, die eigentlich ursprünglich aus Frankreich ist. Aber heute wird auch hier mehr Malbec, viel mehr Malbec in Argentinien angebaut als in Frankreich. Und hier haben wir auch wieder einen sehr schönen, typischen Vertreter, der schon wirklich schön gereift ist und die typischen tabakigen, würzigen Noten des Malbecs hat, aber eben wenig Tannine und damit eine schöne Frucht auch. Und ist ein super Wein zum Beispiel zu einem Burger oder einem Steak oder solche eher herzhaften Fleischspeisen. Und dann haben wir drittens den Carmenere Reserva von Ventisquero aus dem Valle Colchagua in Chile. Und auch hier ist es wieder so, dass die Sorte Carmenere ursprünglich aus Frankreich ist und heute in Chile aber die wichtigste Sorte ist und eben hier auch wieder viel mehr Carmenere in Chile angebaut wird als in Frankreich. Und das liegt eben auch daran, dass Chile wirklich ideale Bedingungen für den Weinbau hat. Die einerseits gibt es durch Winde von den Anden kaum Pilzbefall und die Reben stehen doch noch immer auf ihren französischen Wurzeln, auf ihren europäischen Wurzeln, weil hier nie eine Reblaus war. Das heißt, hier muss nicht so wie in Europa auf amerikanische Wurzeln aufgepfropft werden, sondern sie können direkt diese europäischen Setzlinge verwenden. Und dieser Carmenere ist auch wieder ein super Vertreter für diese Sorte. Hat sehr schöne, bärige Aromen, also
Weichsel, Kirsche und wirklich aber auch einen sehr interessanten Körper dabei, sodass er einerseits super süffig ist, aber trotzdem wirklich auch einen spannenden Körper hat eben. Und so passt er auch super zu Fleischspeisen oder Pasta oder solchen Dingen. Ja, und damit, glaube ich, haben wir ein wirklich schönes, südliches Paket von der neuen Welt geschnürt, das sehr repräsentativ ist und, glaube ich, schöne Vibes in dieser Jännerzeit mit diesem eher grausigen Wetter bringt. Und ja, schaut sich das mal an auf unserer Website www.apothek.at, das würde uns sehr freuen. Und man kann all diese Infos auch wie immer bei uns in unserem Beipackzettel nachlesen, der den Kisteln beiliegt. Hier wie wir mit Super Kunst von der Kirsten Borchardt vorne und hinten dann eben all die Infos zur Geografie, zu den Weinen, zu den Weingütern, zu den Regionen schön zusammengefasst. Ja, schaut euch das an, wir würden uns sehr freuen. Und in diesem Sinne, einen super Start ins neue Jahr nochmal und hoffentlich auch bald. Ciao!